Payday 2 ist mein neues Projekt, was ich im Koop-Modus hier starten möchte. Was genau ist Payday 2? Ihr habt es ja gerade schon mehr oder weniger im kleinen Trailer gesehen, beziehungsweise dem Intro des Spiels. Payday 2 ist ein Spiel, wo man zusammen im Koop-Modus mit 3 Kollegen eine Bank ausraubt oder einen Gemüseladen oder irgendetwas dergleichen. Hauptsache, das Ziel ist, wir wollen verdammt nochmal ins große Geld. Der erste Teil war mir bis dato nicht bekannt. Ich kannte ihn wirklich nicht. Der mag mich der ein oder andere vielleicht für schlagen wollen, aber mir war er unbekannt. Aber Payday 2 hat jetzt einen kleinen Hype generiert. Ich dachte, auf den Zug springe ich auf, schnappe ich mir 3 Leute und dann können wir direkt mal ein bisschen loslegen zu spielen. Und genau das haben wir auch getan. Zum einen Seite habe ich mir dann den Matze-Gin geschnappt. Matze-Gin ist auch ein YouTuber, hat knapp 5000 Abonnenten und ist Twitch-Streamer. Dort hat er 5000 Follower, also ein relativ großer deutscher Streamer. Seinen Link findet ihr in der Beschreibung. Unter anderem noch der Schnitzel Daniel, ist vielleicht aus dem ein oder anderen Video von mir schon bekannt, hat selber auch einen Kanal, aber ist sehr, sehr inaktiv, dementsprechend nicht ganz so erfolgreich. Und der liebe Gunn, das ist ein Abonnent von Lieben Matze Jim. Was kann man direkt schon zur ersten Mission sagen? Das ist nicht unser Anlauf, leider nicht ganz blind gespielt, die andere Mission auf jeden Fall. Der erste Versuch war so ein dicker Fail, das konnte man euch nicht zeigen, das konnte ich mir nicht mal mehr selber angucken. Also der Einzige, der sich das angucken konnte, war der Papierkorb. Dementsprechend kann ich von vornherein schon mal sagen, die Atmosphäre in dem Spiel ist einzigartig. Ich hoffe, euch unterhält das Spiel genauso gut wie mich und dann wünsche ich euch und vor allem allen Zuschauern viel, viel Spaß und ich hoffe, ihr seid mit von der Partie, auch bei den nächsten Parts. Ist eine relativ spannende Angelegenheit, kann man eigentlich so sagen. Und dann will ich euch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Springen wir direkt mal ins Spiel und ich sage, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Hahn. Doch, gerade schon. Damit ich auch eben skillen kann. Machst du das ja auch schon Level 1. Achso, ihr seid jetzt. Ja, gut, dann mache ich auch kurz. Mhm. Dann kann ich kurz aufmachen, ist kein Thema. Wir machen jetzt mal den Juwelier. Das ist, denke ich mal, okay. Oder wenn ich Johnny Aspect, die machen den Nachtclub. Schließfächer. Obwohl, hier die Bank hatten wir gerade, ne? Mhm. Nur für Freunde. KI-Mitspieler, so, bin drin. Freunde einladen, ich lade euch sicherheitshalber nochmal alle ein. Gun. Ja, ich mache eben noch Versteck. Matze-Gin, Schnitzel Daniel. Versteck kannst du aber eigentlich nicht wirklich was machen. Das ist alles, was du jetzt weißt, kannst du Versteck auch schon wissen. Ich weiß, aber damit ich eben skillen kann. Okay, ja, wie gesagt. Weil ich muss ja nur kurz runter dann und da eben die Sache. Attacke. Nehmen. Ich hoffe ja, dass sie meine Freundin jetzt ja nur irgendwas mit ihren Weiberschen macht und dann läuft das eigentlich. Ich bin sogar echt gerade am überlegen, ob ich doch vielleicht die Weste anlegen sollte. Aber die ist mir, glaube ich, ein Tick zu auffällig. Also dieses Mal, wir müssen das einfach einen Tick klüger machen. So, bei mir war Ton auch gut. Die halt vorne reingehen. Ihr müsst, habt ihr geskillt jetzt wenigstens den ersten Punkt. Ja, ja. Also ich habe eine Mastermind freigeschaltet, damit ich Medizin nehmen kann. Nur so als kleiner Tipp, geht wirklich sparsam mit eurer Munition um. Nicht draufballern. Ihr merkt, ja, muss halt jedes Mal wegen Muni dann halt zu denen hinlaufen, ne? Na, du legst ja was hin. Ja, aber auch nicht auf dem Dach würde ich nicht machen. Du hast ja, wenn du hochgehst zum Dach, da ist ja diese Treppe, die du hoch musst. Da würde ich warten und dann kommen die alle einzeln rein und die kannst du alle nach und nach ganz easy töten. Also ich würde jetzt sogar sagen, dass wir das so machen. Wir gehen alle hinten rum. Damit wir schnell nochmal spielen können. Wir gehen alle hinten rum. Ja, sieht stark danach aus, als wenn wir noch ein bisschen was haben. Weil sie mit dem Zug fährt und dann kommt immer nur jede Stunde. Oh, ich sehe euch jetzt gar nicht. Ich hab dich eigentlich eingeladen. Warte, ich eingeladen. Kann ich gerne nochmal einladen. So, bin drin. Da. Wo denn? Die Hahn da, wüsste ich doch schon annehmen. Sonst gehen wir alle hinten rum. Dann den einen Polizist, da war ja nur ein Polizist. Okay, kannst starten. Und von hinten könnten warte, aufräumen. Du spielst mit Weste, Matze? Ja, klar. Mach ich's auch, denn wenn, dann können es auch alle machen. Achso, ich muss Teamspeak noch minimieren, weil Teamspeak verursacht nämlich Lecks, wenn man es offen hat. So, also ich bin bereit. Er hat die nicht ausgerüstet. Auf. Panzerung. So. Ja, jetzt, wa? Jetzt los, jetzt. Ja, willst du Gun auch noch anlegen? Na, warte. Hab ich noch gar nicht. Achso, ja, ja gut, dann machen wir jetzt einfach so. Überfall starten. Wollen wir mal laden, ne?
Genau. Los geht's. Und Vorteile-Übersicht haben wir alles. Ausgerüstet, einer fehlt noch. Ich check nochmal ganz kurz den Plan. Einfach wegen des. Oben kommst du hoch. Ja, theoretisch wäre es echt nicht schlecht, wenn wir alle durch den Hintereingang gehen. Oder zwei links, zwei hinten. Das Problem ist jetzt am Anfang zu versuchen, da ungedeckt reinzukommen, ohne irgendwie Waffen mit Schalldämpfer. Das denke ich mal relativ schwer noch. Aber können wir nicht den hinten, den Polizisten oder die Wache, die da steht, einfach mit der Waffe raufzielen, dass der sich ergibt oder schießt der direkt? Nein, du kannst ihn mit E umhauen. Okay. Na, lass es mal probieren. Ich würde sagen, let's go. Aber dann gehe ich hinten, weil dann kann ich hinten die Kameras steuern. Aber jetzt hat keiner von euch Munition gewählt, ja? Verstehe ich das richtig? Ja, weil er noch nicht Level 1 ist. Das ist natürlich ungünstig. Wird schon schief gehen. Du kannst ja von denen noch Munition aufheben. Und bitte nicht draußen rumrennen, dass sie euch wegknallen. Wie kann man von denen Munition aufheben? Einfach rüberlaufen. Die liegt auf dem Boden dann. Genau. Also, gut. Dann gehe ich jetzt mit hinten rum. Oh, warte. Weg. Da ist er schon. Nicht, dass er uns gleich erkennt. Kann man nicht den schon. Warte mal kurz. Dann musst du Maske aufsetzen. Kann man jetzt nicht schon sagen, down? Was? Oh, da ist noch ein Passant. Get down on the ground. Oh, scheiße. Get down on the... Nee, doch nicht. Alles gut. Pass auf wegen der Geisel hinten. Passt das alles? Wie hast du das jetzt gemacht? Klasse, so Daniel, kommst du? Maske aufgesetzt und get down. Dann setz ich meine Maske jetzt auch auf. Lass mal oben. Ihr könnt ja einen weiterziehen, dann setz ich in dem Raum. Ich geh mal rein. Geduckt natürlich. Pass aber auch auf hier Kameras auf. Genau. Ja, ich kann hier mein EMP hinlegen. Das ging mit F oder mit. Oh. Pass auf, da kommen wir hier. Oh. Sehr schön. Ihr wurdet schon entdeckt. Oh, wie viele sind da denn, ey? Jetzt Alarm ist schon. Ich geh hinten rum ran. Aber ich habe jetzt zum Glück die Schlüsselkarte. Ich fessel kurz ein paar Geiseln. Versuch möglichst weit hinten Geiseln zu fesseln. Ja. Genau. Hat jemand die Tasche von draußen? Wie kann man Geiseln fesseln? Mit F, einfach hingehen, F drücken. Warte, ich hol die eben. Holst du die Tasche? Ich gebe dir ein bisschen Deckung. Und ich pass auf, dass wieder keinen übers Dach reinkommen, aber ich bleib im Gang stehen. Genau, bleib einfach im Gang stehen. Hab ihn. Ich bin am Tresorraum. Sehr schön. Ich glaube, ich kann sogar ein bisschen lauter machen. Habe ich auch gerade nochmal gemacht. Das ist echt schwer mit dem Ingame-Sound, weil er teilt so ganz, ganz zwieschneidiges Blatt, ne? Ja. Fünf Geiseln haben wir, das ist in Ordnung. Ich deck den Hintereingang, wo wir reingekommen sind, brauchst nicht hingehen, Gun und oben. Und am besten wirklich immer schön mit der Munition. Ja, ich probiere nur Headshots zu geben und ganz vorsichtig. Raus nicht raus, Daniel. Eigentlich auch, haben wir vielleicht vergessen. Ich will mal kurz raus. Außen dürften auch noch Bretter liegen. Also mit denen man die Eingänge zumacht oder so, ne? Wo waren welche? Nee, Vordereingang hat er, glaube ich, gesagt, sind gerade generell Leute gewesen. Guck mal auf dem Dach Blättern. Brettern. Ja, hier liegen welche auf dem Dach. Können wir nämlich ein paar. Mir kommt mal rein. Ich habe welche genommen. Kannst ein paar Fenster nämlich zumachen. Okay. Kann ich auch Türen damit verriegeln? Nein. Also, das weiß ich nicht. Lass uns direkt an den Tresorraum, dort verbunkern. Ja, auf jeden Fall, diese Fenster hier unten sind immer ganz interessant, weil da kommt es immer gerne rein. Ja, das geht noch. Ich knacke die Tür gerade. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, welches Fenster ich zumachen soll. Wo bist du denn? Unten? Komm mal her. Ja. Siehst mich ja? Warte. Mach mal am besten hier das Fenster zu. Noch. Dann könnte ich schon mal von rechts oder von der Seite nicht kommen. Das ist halt zu wenig bei deinen manchen. Warte Maps, ich mal im Bohrer. Das ist schon wichtig. Ich mach. Okay. Wir haben jetzt auf schwer oder auf normal? Normal. Hinten wollten auch welche rein. Ja, auf dem Dach sind. Nee, auf dem Dach ist noch keiner. Ich denke immer noch Rückraum und Dach. Achtung, ja. Tresor wurde ich beschossen vorne dran. Aber das sieht doch gerade schon deutlich besser aus. Rauchgranate von hinten. Sah es niemals schlechter aus? Niemals. First try. Genau.
Nein, ich habe ja die Beta schon gespielt. Aber ich muss sagen, es ist nochmal. Ich finde, es ist nochmal ein großer Unterschied zu Beta. So das Alter, das kann ich. Wo? Hinten bei dir? Aus, ja, aus so einem ja, warte, oben. Ich geh hoch. Die links vom Vordereingang. Brauchst nicht, Daniel. Geh rein. Ich kann hier oben und unten decken. Das ist kein Thema. Ihr braucht da nicht rumhängen. Polizeihubschrauber höre ich. Oh. Da kommen welche runtergesprungen aufs Dach. Wow, Vordereingang. Aber ich. Passt einfach auf den Bohrer auf. Sobald ich hinten Probleme habe, melde ich mich. Hört ihr was von mir? So, vom Leben. Gunn hat schon wieder ultra viel Leben verloren. Ja, du kannst ja mal hinlaufen. Geht und aber ihm noch. Dein Pack geben, oder naja, nicht? Naja, eigentlich warte ich immer noch mit dem Pack, weil. Ah, ey. Ich könnte noch warten. Boah. Auf dem Dach sind ein paar mehr. Aber die kriege ich alle. Kannst ja Munition dann immer von denen holen direkt? Ja. Munition, die kann ich sogar auch droppen, ne? Nein. Nicht? Ich habe heute irgendwo was gesehen, haben die hingeschmissen. Oder das war der Munitionstyp. Ja, das war ja das ist ja, wenn du Munitionskiste sozusagen hast. So war gerade einer. Oh. Ah, die haben ja wieder Gas reingeschmissen. Boah. So, oben habe ich jetzt noch einen Sniper-Schützen, der gerade auf mich gezielt. Ich habe zumindest sein Krange. Ich warte. Sag ich Bescheid. Ich habe auch 58 Schuss mit dem 4. Ja, kommen wir uns kurz rum aufs Dach. Hier oben liegt Muni. Ah, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute hier rumhängen. Aber hier oben ist auf jeden Fall ordentlich Muni. Kannst hochkommen. Sieht gerade relativ clear aus. Muss an der Hintereingang gucken, weil da kommen gerade ein paar. Wait, drinnen. Oder ne? Manchmal schießen die und schießen und ich sehe gar nicht. Also vorne beim Eingang sind auf jeden Fall auch welche. Hinten ist gerade relativ ruhig. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Munition geholt. Oh, da haben sie. Oh, da auch. Jetzt langsam echt aufpassen hier. Ja? Boah, auch noch hier so ein dicker Tank jetzt mittlerweile schon. Oh, übers Dach kommen auch gleich welche. Ich check die mal. Tu mir mal ein bisschen Muni hier wieder. Oh, warte. Hab ihn. So, Muni kannst du von denen einsammeln, wenn du welche brauchst. Pass auf, hier hinten sind so Grüne. Deiner, die sind relativ stark. Hier sind Bretter. Gut, dann geh runter, ich geb dir Deckung. Oh. Ich bin unten, fuck. Alles cool. Da die Geiseln sind gekillt, ey. Ich sollte ja nicht killen. Ja, die hätten die schon aufgehoben. Gibt's Abzug? Ja, 3000. Oh, Bora, was ist das? Irgendein Telefon klingelt. Nee, ist der Bora. Achso, doch, ja. Man kann hier irgendwie ans Telefon gehen. Wenn man das schnell genug macht. Im Büro, ich hab's gehört. Ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert. Und wenn du schnell rangehst, dann kannst du irgendwie so eine Forderung machen oder eine Geisel freilassen. Und dann ziehen die ab, oder wie? Ja, dann ziehen die für einen Moment ab. Aber das Telefon klingelt nicht mehr, schade. Oh, ich hab einen heftigen Sniper-Headshot gegeben. Oh, krass. Ich hab keine Muni mehr. Den hab ich ganz hart gedrückt. Komm, auf dem Dach liegt mir Glück noch was. Ich verbarrikadiere das Seitfenster. Ja, sehr gut. Hinten nochmal, ob sie hinten schon wieder rein. Alter, verziehen die Waffen. Stark, das finde ich gut, ey. Schön schwer. Wow. Ich muss zurück. Nicht so verteilen, nicht das wieder 40 dann, Sekunden. Pass auf, Sekunden. Oben sind noch Sniper-Typen. Ja, man kann an die Kameras gehen und kann gucken, ne? Ja. Du kannst sie auch gut schießen. Auch 40 Sekunden habt ihr gehört, ja? Oh mein Gott, mit der Pumpe. Oh. Selber Leben wieder dahinter aufbauen. Ausgang, wo wir eben waren, da ist im Moment alles sicher. Wir gehen dann hinter den. Ja, hinter wir müssen ja erstmal gucken, wo wir lang müssen. Hier hinten rum. Weißt ja noch nicht, wo dann das Fahrzeug steht nachher. Scheiße, ich hätte hier gerade ans Telefon Wechsel gehen können. Ja, es ist immer alles anders. Auch das Schließfach und so. Also der Tresor ist immer anders. 5 Sekunden. Kommt man schon mal so langsam. Okay. Und sichert dann. Oh. Meine Munition ist jetzt auch knapp, nur noch Handfeuerwaffe. Oh. Mein Bild ist gerade schwarz. Ich wird auf mich geschossen.
Ich sehe gerade nichts. Jetzt. Warum das? Doch. So. Ich drück. Siehst du? Scheiße. Hier müssen wir jetzt nämlich das Geld rausholen aus den Schießlöchern. Nochmal Bohrer. Ah, scheiße. Ich gehe wieder Rückraum. Dann, ich mach schon. Ne, ich mein Dach und sowas wieder, die Pussy, die ich eben gerade die ganze Zeit hatte. Aber ich habe halt echt nicht mehr viel Leben. Oh, was? Wir müssen hier noch einen Bohrer machen? Ja. Nee. Oh. Haben die ganz, ganz fies gedeichselt. So, Leute, hier liegt Medi. Könnt euch heilen. Ja, ich brauch. Ich habe echt fast gar nichts mehr. Oh, die kommen alle vorne. Da, Vorsicht. Da kommen sie gleich alle. Jan, pass auf. Ja. Ich geh dich jetzt mal heilen. Und den Bohrer kannst du auch gleich reparieren. Jo, mach ich, wenn ihr mir ein bisschen Deckung gebt. Ja, wir geben dir Deckung. Oh, fuck. Sehr stark, ey. Das ist doch schon mal deutlich besser, wenn man sich heilen kann. Deswegen ist ja auch wichtig, dass ihr als nächstes dann lieber Dings besorgt. Dass einer auf jeden Fall Munition noch hat. Weil dir geht sonst so schnell die Munition aus. Du bist jetzt vorne sicher? Ich hol mal Munition. Jo, vorne sicher. Raus noch ein oder zwei, habe ich. Schnell zurück. Muss mich auch mal heilen. Ich gehe langsam zurück nach oben. Das ist aber gemein. Da haben sie hier wirklich echt. Kann man die nicht mit der Schippe aufmachen? Zwei Türen oder was, ne? So. Ja. Oh, von der Seite. Ich gehe wieder die Treppe nach oben. Also hier sieht es momentan relativ clear aus. Draußen stehen zwei Fahrzeuge. Und da kommen wieder drei oder vier rein. So. Wir werden wirklich nur versuchen, unsere Taschen erstmal zu bekommen und dann weg hier. Links beim Panzerfahrzeug. Boah, Leute, da sind überall welche. Sonst. Boah. Ja. Hintereingang. Ich verteidige kurz vom Dach ein bisschen aus. Sollte eigentlich gehen. An der Tür, kurz vor der. Ja. Hier ist alles voll. Kann mich wer aufkratzen? Ja, ich mach schon. Gibt's doch gar nicht. So lange kann das hier doch alles gar nicht mehr dauern. Haupteingang noch zwei, drei Stück. Geh dich heilen. Achso, ist nicht mehr, scheiße. Nee, ich hab das schon benutzt. Geht, glaube ich, nur einmal. Ja, gar nicht mehr. Jetzt müsst ihr euch wirklich immer in Deckung gucken, dass sie zu uns kommen. Bleibt wirklich in Deckung. Nicht vorgehen. Wie bei Counter-Strike. Schön campen und die kommt zu uns. Schön campen klingt immer gut. War ja damals bei Counter-Strike auch so super toll angesehen. Na gut, ich check mal kurz über die Kameras. Vielleicht kann ich euch da ein paar Infos geben. Ja, brauchst aber nicht. Ja, gut, ja. Nicht, dass sich von hinten einer killt dann plötzlich. Nee, Bohrer, mach wieder Bohrer. Ja. Also draußen links sind am Haupteingang, da sind 3, 4, 5, 6 alle, denke ich mal, platziert. Dach ist clean, Vorderraum auch. Pass auf, da sind links einige. Yep, habe ich doch gerade gesagt, Mensch. Hört mir denn hier keiner zu, wenn ich mein Leben an den Kameras opfer? Das gibt's doch gar nicht. Ich gehe mal Seiteneingang aufs Dach. Und Munition sparen, zuschießen, wenn man trifft. Ja, das. Und nicht vorrennen. Das sowieso. Dann pass auf. Alles gut. Du hast nicht viel Leben, ne? Kriegst zwei Schüsse. Alles gut, Mensch. Das war auch gerade mein Problem. Dann geht die Taschen gleich packen. Weil er hat am wenigsten Leben. Ja, stimmt. Knapp Hälfte hat er noch. Warte mal, bis sie sind noch 30 Sekunden. Ja. Woher weißt du das immer genau? Steht drauf. Auf dem Bohrer. Oh, rechts. Ah. Zweiter, noch ein dritter. Bei der Munition, warte. Und ein vierter. Ganz viel Munition. Stark, sehr schön. Ja, ich hab ja auch ganz viel gerade geholt. Jo, ich komm mal ganz kurz mit rüber gelaufen. Muss mal sehen, dass ich auch noch mal gleich ein bisschen Muni finde. Ja, ich hab volles Maschinengewehr. Bin ich schon die ganze Zeit. Ich hab ein volles Maschinengewehr, also ich kann auch gut umballern. Noch 10 Sekunden. Sehr schön. So, schön. Ihr beide geht dann am besten rein und packt die Tasche. Ist offen. Los, rein jetzt. Komm, Attacke da. Na. Ja. Ah, nee, nur zwei Leute. Ja, Entschuldigung. Bitte nur zwei, weil wir müssen auch verteidigen, ja, weil sonst. Klar, logisch. Kommen wir nicht mehr raus. Ich deck schon. Jetzt haben wir echt gerade ein bisschen ruhig. Warte mal. Oh, rechts. So, nochmal kurz die Kameras checken. Jetzt ist es sogar wirklich hilfreich. Die einen haben sie kaputt gemacht. Vorne. Nicht Kameras checken, das bringt nichts. Oh, ja, okay, ich lasse es. Ja, seh dich schon. Ich werde gehatet. Das gibt es doch gar nicht. Da ist nur ein Foto drin. Genau, so, dass wir drei, vier Taschen haben. Oder vier Taschen und dann weg hier. So. Ich mach schon den Link. Wenn da so jo, mach ich. Medaillen drin sind. Ja, das kannst du ja auch geben. Das ist ein Bonus. Sniper rechts mit der Pistole weggeholt. Keiner mehr. Oh, scheiße. Zivil ist getötet. Und ja, ist hier noch irgendwo ein Sniper? Ich guck nochmal ganz kurz raus. Der rechte Eingang scheint frei zu sein. Gleich zum Rauslaufen. Also, denke ich mal. Boah, hier ist echt los was links. Na, ich bin hier nur so scheiße. Boah, zweiter Sniper-Schütze kommt.
Oh, wieder Headshot. Oh, muss man einfach alle Schließfächer aufmachen oder was? Nein, nicht alle. Das ist jetzt, du musst die Schließfächer aufmachen und guckst halt nach, wo diese dicken Bündel sind. So, ich helfe dir. Ich hab grad mal eins gefunden bisher. Boah, ey, da sind so viele Gartan. Jo, ich bin doch schon dabei, Mensch. So, wollen wir mal gucken. Hier links haben wir noch einen, der ist auch weg. Muni kannst einsammeln. Ich guck mal hier kurz um die Ecke. Boah, ich bin hier nur mit der Pistole am Werk. So, wie schaut's aus? Wie viele Taschen? Ich hab Gold. Ey, wir brauchen... Ja. Oh, ich hab eine Tasche. Ja, haben wir doch. Jetzt ist alles safe. Ziel, sichere das Gold. Wir brauchen Gold. Ja, ich hab Gold, einmal. Sichere das Gold, sollen wir machen. So hab ich. Okay, oh, wie viel Gold? Verdammt. Ich glaube, das war das Ziel auch jetzt. Lass mal raus. Ja, du hast recht. 40 ja, jo gut, dann lass hinten durch, Hinterausgang. Okay, komm, links, komm. Ran, komm zu mir. Oh Gott. Ja. Ich kassiere gerade ein paar Schüsse. Okay. Ich hab schon. Nur raus. Kriegen wir hin jetzt ich lauf direkt rüber. Vorsicht. Achtung. Ich bin ein bisschen Deckung. Ah, ich bin drüben. Ich gebe Rückendeckung. Ich bin am Auto. Ja, jetzt gib mir mal Deckung, dass ich rüberlaufen kann. Pass auf, oben sind zwei Sniper-Schützen. Links decke ich ein bisschen. Ist aber ordentlich was los. Da muss man wirklich extrem aufpassen. Komme! Schmeiß das Gold rüber, das geht schneller. Nee, man kann es nicht mehr so weit keine schmeißen. Muni mehr. Lass schmeißen. Ich change auf die Pistole. Komm, haben wir geschafft. Bin reinschmeißen, fertig. Ja! Yeah. Jo, nice! Hinter uns sind welche. Ja, einfach rein, einfach in die Zone. Ja, stark! Oh. Nice. Sehr, sehr geil, komm hier zusammenfassen. Jetzt will ich hier aber die dicken Scheine fließen sehen. Mensch, Mensch, Mensch. Das ist nicht einfach, wa? Oh, geht, macht Laune. Ja. Also mal gucken, was wir jetzt freischalten. Hoffentlich steige ich im Level. Mhm. 13.000. Wenn wir das jetzt noch mit Sneaky machen, dann... Sehr geil. Jetzt noch besser. Auf jeden Fall. So, bei mir ein Level up. Gerade schwarzer Bildschirm. Und Level 2. Auch geil. Ja, 1,5 Level. Ich bin Level 2, 3 Viertel, ja. Ich auch. So, wollen wir mal gucken. Enter Payday. Attacke. Ja, ich auch. Und was decken wir mal auf? Was nehme ich denn? Goldene Mitte. Ich nehme die goldene Mitte. Ja, ich auch. Ich nehme links. Eine Maske. Oh, gibt's doch nicht. Eine Maske. Muster. Zwei Streifen. Yeah. Nee, ein Streifen. Ich hab breiter Streifen gekriegt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann mach ich. Fertig gehalten. So, was habt ihr? Ja, ich muss jetzt auch mal gucken, was ich genau auswähle. Komm, erstmal wieder auf Fertigkeiten gehen. Ja, wäre nicht schlecht. Oder? Ja, ich verteile auf jeden Fall auch. Soll ich Techniker nehmen? Dann kann ich Minen setzen. Also, nein. Mach. Einer muss mal Munition noch legen, Leute. Ja, okay, dann nehme ich noch Munition. Ich mach das hier, dass der Wert der eingesammelten Beute sich bei uns erhöht. Bei mir reicht das Geld fast für den Schalldämpfer. So, und ich nehme jetzt noch zusätzlich, ja. Was auf jeden Fall sehr interessant ist, ist dann später der, dass man die Taschen weiterwerfen kann. Ich glaube, darauf werde ich mal sparen. Boah. Soll ich das machen, dass ich die Taschen schneller tragen kann? Ja, das, also ich mach so, oder so. Das ist eine Fähigkeit, also ich kann ja jetzt noch die Minen nehmen, wenn die noch keine hat. Wie kann man die Taschen eigentlich werfen? Mit G. Ich glaube, ich weiß, kann mich hier nicht entscheiden. Ich kann mich ja aussuchen oder entscheiden zwischen erhöht den Wert von eingesammelter Beute und dass ich ein bisschen schneller wieder sprinten kann und oder dass ich keinen Fallschaden bekomme. Also alle drei Sachen sind irgendwie nicht so doll. Bin mir da echt unentschlüssig. Ich habe jetzt nochmal Munition genommen und mit den Munition ist auf jeden Fall super. So, und ich werde jetzt erstmal mir einen Schalldämpfer auf die Waffe bauen. Ah, gibt's doch gar nicht. Kostet 12.600. Auf die Pistole, oder? ja, auf die Pistole. Echt? Das reicht bei mir nicht ganz. Bei mir auch nicht. Hast du keine Pistole? Kosten 13.860? Bei mir kostet es 14.000. Ja, bei mir auch 14.000. Wieso kostet es euch bei euch 14.000, bei mir 13.000? Bei mir 12.000. Gute Frage, würde ich mal sagen, ne? Egal, dann bin ich der Schalldämpfer-Mensch. Der Schalldämpfer-Mensch. Da. Nice. Weitermachen, direkt.